Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich muss heute leider nochmal eine etwas kürzere Folge machen, weil ich einfach durch meine Organisation wieder Genius überfordert bin. Ich habe nämlich leider heute nicht so viel Zeit und muss gleich noch mit dem Sam spazieren gehen und muss, glaube ich, irgendwie 27 Pakete, kein Scheiß, es ist wirklich so. Ich habe 27 Pakete unten liegen, die ich selber eingepackt habe, ja, mit ganz viel Liebe und die ich noch verschicken muss, wegen Giveaways im Stream und so weiter und so fort. Heute Abend übrigens auch wieder ein Livestream, nur so zur Info für die Leute, die Bock haben auf Planet Coaster, vielleicht PUBG und vielleicht auch Rainbow Six Siege. Mal schauen, ich wollte heute ein bisschen länger streamen und Wochenende sowieso voll ausrasten und blabliblub und hin und her. Also wenn ihr Bock habt, schaltet gerne ein. So, ich will auf jeden Fall heute hier am Geisterschloss noch weiterbauen. Gestern die Umfrage war eigentlich sehr, sehr eindeutig. Also im Grunde habt ihr gesagt, dass ihr gerne eine Folge so haben wollt, eine Folge so haben wollt. Wir werden das heute so machen, dass ich mal eine typische Let's Play-Folge aufnehme. Das heißt, ich werde einfach heute mal ein bisschen was erzählen, währenddessen ich hier das Ganze baue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil wir müssen jetzt schauen, wie wir das Ganze jetzt vernünftig angehen. Ich muss ja jetzt irgendwie gucken, dass ich hier in das Gebäude reinkomme. Das heißt, wir gehen jetzt am besten mal hier so hier durch mit der schönen Kameraansicht über T und gehen jetzt mal hier rein. Und hier müsste man nämlich jetzt eigentlich anfangen, das Ganze zu designen. Das heißt, eigentlich soll das ja so eine kleine Vorlobby werden. Das heißt, rein theoretisch könnten wir jetzt hier eigentlich schon den ersten Raum gestalten. Und das Schöne ist ja, und das muss man ja an der Stelle einfach mal sagen. Warte mal, was ist das denn hier? Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Aber das, ach so, warte mal, ist das der Boden? Ist das der Boden von der Bahn? Jo, das ist der Boden von der Bahn. Der hat hier Stein übernommen und hier der Holz. Und das sieht man jetzt hier. Okay, aber das soll uns jetzt gerade erstmal gar nicht stören, weil wir können nämlich, ganz cool, können wir nämlich nicht mit Szenerie, sondern mit Gebäude. Und wenn wir dann auf Anpassen gehen, dann können wir nämlich über die Wände, nee, gar nicht über die Wände, ich glaube über die Dächer, können wir, glaube ich, nämlich sogar einen Boden hier reinsetzen. Wir könnten sogar rein theoretisch sagen, dass wir den Boden verfärben. Wir können natürlich einmal den hier nehmen, den können wir ja überall hinpappen. Das geht sogar ganz gut. Das ist dann ein Holzboden, den haben wir als Option. Und dann haben wir natürlich noch den Betonboden, der ist richtig hässlich. Für die Eingangshalle jetzt auch nicht so schön. Es gibt, glaube ich, sogar einen richtig schönen Fliesenboden. Ich guck mal ganz kurz, ob wir den hier irgendwo finden. Fliesenboden, den habe ich doch irgendwo sogar verwendet gehabt, oder? Habe ich den nicht irgendwie... Hier habe ich den doch verwendet. Hier, Spukhaus-Marmorboden. Der sieht doch eigentlich richtig geil aus, obwohl der ist für die Küche ja schon verwendet worden. Jetzt ist natürlich die Frage... Holzboden. Warte mal, wir nehmen mal den Holzboden hier. Den packen wir hier rein. So, das ist ganz gut. So, nehmen wir den Holzboden. Den haben wir sogar schon hier drin. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. Den haben wir schon hier drin. Ja, aber wie machen wir denn das jetzt hier? Das ist ja total hässliche... Das ist ja eine total hässliche Kante. Die kriegen wir ja gar nicht weg. Okay, wir lassen es erstmal so und dann gucke ich, ob ich da vielleicht später was drüber baue. Und wenn wir den Holzboden schon drin haben, ich habe es gar nicht gecheckt, dass wir hier den Holzboden schon drin haben, GG. Dann können wir nämlich eigentlich auch Wandelemente nehmen und dann können wir nämlich Tapeten hier dran setzen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ich glaube, wenn wir ganz runter scrollen. Nee, dann haben wir ist das bestimmt bei Dekor, oder? Ist das bei Dekor? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo haben wir auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, Tapete. Da, guck mal, Leute. Richtig tolle, schöne Tapeten. Wir können einmal die nehmen, wir können die nehmen, wir können die nehmen und wir können die nehmen. Ich würde sogar sagen, dass wir für die Eingangshalle diese Tapete nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und versuchen im Grunde eigentlich nichts anderes, als einfach mal diesen ganzen vorderen Bereich einfach mal als mit einer Tapete hier schön zu tapezieren. So, weil ich ja ein Tapetenprofi bin. Müssen wir jetzt, und das ist immer übrigens der Trick, dass wir nämlich hier gucken, dass wenn man das in die Wand reinsetzt, dass es dann nach Möglichkeit gleichmäßig in die Wand reingeht, damit wir das gerade drauf haben. So, besser geht's, glaube ich, nicht. Ne, besser geht's nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine schöne gerade Fläche und können jetzt hingehen und die Tapete jetzt hier reinsetzen. So, jetzt müssen wir aber genau aufpassen, weil, wenn wir das nämlich machen, dann kann das relativ schnell nach hinten losgehen. So, wartet mal, wir machen das jetzt so. Wir müssen dann natürlich gucken, dass ich das hier, dass das hier schön aussieht, ne? Das darf jetzt nicht hässlich werden. So, zack. Wir könnten jetzt bis hier gehen, aber das ist ja voll hässlich. Warte mal, wir könnten, kriegen wir das so hin? Aber warte mal, wenn wir das jetzt so machen, haben wir trotzdem immer noch das Problem, dass wir, wenn wir hier hin wollen, die obere Kante gar nicht machen können. Weil rein theoretisch müssten wir das so machen, aber dann wäre das an der Außen... Ah, ne, guck mal. Nice. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Bringt uns überhaupt nichts, fällt mir gerade auf. Schön. Bringt uns nichts. Das heißt, wir können jetzt diese Wand eigentlich gar nicht wirklich fertig bauen. Außer, ich kann hier oben rein. Weil hier oben ist ein Raum, den man aber nicht sieht. Haha. Sehr schön. Das ist ja cool. Dann können wir doch hier oben das fertig bauen. Und dann gehen wir nämlich hin und machen zack. So.
Müssen wir nur schauen. So müssten wir das rein theoretisch mal. Alter, okay, komm, egal. Wir machen es einfach so. Ganz tricky, richtig schön. Gehen wir hin und mogeln hier aufs Übelste, so dass es richtig hässlich ist. So, zack. Und dann gehen wir... Ja, geil. Dann gehen wir hier rüber. Ey, dass man das nicht teilen kann, ne? Sowas finde ich total panne, dass man jetzt nicht sagen kann, ich brauche die Hälfte einfach nicht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wie oft kommt es vor, dass man einfach genau so ein Problem hat wie das jetzt hier? Ich kann jetzt aufgrund dessen, dass ich hier diese Tapete nicht teilen kann oder nicht einkürzen kann oder sagen kann, okay, ich möchte jetzt bitte nur, keine Ahnung, anstatt die volle Länge möchte ich nur 60% haben oder so. Anstatt die es so gemacht haben, das kann ich nicht beeinflussen. Das kann ich nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist das hier, dass ich hier jetzt so einen Streifen nehme und den aufrecht stelle. Das ist, also wirklich, das ist wirklich Panne gemacht. Das haben die wirklich nicht gut gemacht, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also wir machen das jetzt einfach mal. Aber es ist halt einfach trotzdem blöd. Es ist trotzdem blöd. Guckt euch das mal an. Das sieht doch total blöd aus. Aber wenigstens, also wenn man jetzt mal ganz schnell drüber guckt, dann fällt einem das nicht direkt auf. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach mal so. Und dann setzen wir jetzt hier einfach die Muster weiter rein. So, zack. So, und dann machen wir jetzt hier schön die Erweiterung. Zack. So, und dann machen wir den ersten Raum, weil wir nämlich jetzt eigentlich schon rein theoretisch anfangen können, die ganzen Räume zu designen. Also normalerweise haben wir jetzt gar keinen Stress mehr. Also wir könnten jetzt rein theoretisch schon, wie gesagt, alles anfangen zu designen ohne Probleme. Das geht aber ganz easy so. Und so, und dann gehen wir bis hier vorne, schön zur Kante. Aber warte mal, das machen wir eben so. Zack. Nee, das war jetzt falsch. So. So müssten wir maximal gehen. Und wenn wir das vernünftig haben wollen, dann gehen wir bis hier ungefähr. Machen wir einfach so. So. Und jetzt müssen wir natürlich hier später dann noch eine Wand reinbauen. Aber bevor wir das jetzt machen, machen wir jetzt hier nochmal eben kurz die Tapete fertig. So. Man muss ja genau hingucken, ne, was man hier macht. So, zack. Und hier können wir jetzt rein theoretisch dann nochmal die Wand langziehen. Also wir gehen jetzt einfach hin und machen das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt, machen D. So, zack. Aber wenn ich jetzt die Wand setze, ich schwöre euch, die guckt draußen raus. Seht ihr? Bam. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Okay, das heißt, wir setzen die Wand frei hier rein. Und dann haben wir das Problem, dass wir auf die Schienen kommen. Sehr wahrscheinlich, genau. Sehr schön. So guckt jetzt wenigstens die Wand draußen nicht mehr raus. Okay. Und jetzt können wir rein theoretisch können wir die Schienen nochmal umbauen, ne? Geht das? Kriegen wir das hin? Fertig. Zack. Schienen umbauen. Schienen umbauen. Zack. Dann können wir die Kurve ein bisschen kürzer. Ach, come on. Bitte. Dieses Spiel, ne? Manchmal triggert einen das so sehr, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich ausraste, wenn ich die Timelapse aufnehme. So, ich will die Bahn... Oh nein. So. Ah, schön. Das geht ja sogar. Nice. Das geht ja sogar relativ easy. Guck mal an. So. Ah, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Okay, sehr schön. Dann können wir jetzt den Boden, dann machen wir hier fertig. Haben wir gut gelöst. Haben wir echt gut gelöst. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So, sehr schön. So, dann haben wir nämlich jetzt hier den Durchgang. Dann können wir jetzt rein theoretisch sagen, guck mal, Gebäude. Was haben wir denn hier? Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt am besten hier... Warte mal, was ist das denn für ein Material? Spukhausmauer. Okay, Spukhausmauer. So, und jetzt haben wir... Und jetzt kommt wieder das nächste Ding. Jetzt kommt wieder... Kommen wir das Genius Planet Coaster Ding. Es gibt diese Mauer. Es gibt diese Mauer. Aber es gibt keinen Torbogen. Warum gibt es nicht einfach... So, doch, gibt's wohl. Gelogen. Voll gelogen, Zander. Voll gelogen, Zander. Sehr schön. So, dann machen wir das so. Setzen wir den Torbogen hier drüber. Aber warte mal, wir müssen ihn ja noch einfärben. Bevor ich jetzt hier schon direkt loslege. Aber dann ist doch eine andere Farbe. Ach Gott, was ist denn jetzt für eine Farbe? Ist das die? Nee, die? Dieses. Nicht ganz, ne? Egal, wir machen jetzt einfach die Farbe so fertig aus. So, zack. Und die Wand hier müssen wir nochmal umsetzen. Vom Gebäude trennen. X drücken. Und dann setzen wir die jetzt hier dran. So, zack. Nach oben. Ein Stück weiter nach rechts. Zack. Gucken wir, ob die drüben ist. Ne, perfekt. So, und dann haben wir den Durchgang gemacht. Aber irgendwie gefällt mir das hier noch nicht. Wir können jetzt aber mal ganz kurz eben die Farben nochmal anpassen. Als ob das so unterschiedlich ist hier gerade. Warte mal, das kann doch gar nicht sein. Was ist das denn hier für eine Farbe? Wir kopieren einfach mal den Code. Zack, okay, zack. So,
So. Okay. So, so passt es jetzt. Alles klar. Sehr schön. So, dann können wir die Mauer jetzt, wie gesagt, aber nochmal anpassen, weil das sieht irgendwie blöd aus. Zack, 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 zack. So. Und dann haben wir einen Torbogen hier jetzt. Und dann haben wir im Grunde den Raum zur Küche. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Jetzt müssen wir aber die Tapete hier wieder anpassen. Weil die haben wir jetzt verzogen. Damit. So, das heißt, wir gehen hin und machen das aber mal bis zu der Kante. Ich hoffe, dass das jetzt, wie gesagt, nicht rüberguckt. Da kann man immer noch mal ein bisschen kontrollieren. Zack, dann können wir die Tapete übrigens auch rüberziehen, was natürlich auch gut ist. So. Zack. Dann haben wir die Tapete, die können wir dann wahrscheinlich jetzt komplett wegmachen. Ja, die können wir jetzt löschen. Und dann haben wir jetzt hier eine durchgehende Fläche. Sehr schön. So, jetzt können wir hier oben die Platte nochmal eben kurz anpassen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die macht man in der Timelapse. Das sieht immer so schnell aus, ne? Aber das dauert immer so ewig, weil man, wenn man eine Sache anpasst, meistens den ganzen Komplex nochmal anpassen muss. Und das ist so nervig. Das kann wirklich sehr, sehr schnell sehr nervig werden, Leute. Das sage ich euch. Wirklich jetzt. So, dann haben wir jetzt die Tapete hier fertig. So, zack. Aber warte mal, mir fällt gerade auf. Warum ist denn bitte... Ach so, das ist egal. Das ist egal. Okay, also rein theoretisch, ich habe jetzt hier gesehen, dass hier die Kante ein bisschen anders ist. Aber das ist egal, weil wir können jetzt hier die Decke draufsetzen. So, das heißt, wir haben den Eingangsbereich eigentlich soweit fertig designt. Das heißt, rein theoretisch können wir jetzt super easy hingehen und mit der Szenerie schon arbeiten. Das heißt, wir könnten jetzt schon hingehen und alles Mögliche, was so spooky ist. Also dafür gehen wir jetzt einfach mal hin, machen Inhaltspakete, machen wir gruselig zum Beispiel. Knight Rider könnten wir jetzt auch machen. Zurück in die Zukunft ist eigentlich auch ganz geil, weil das halt so ein bisschen mit Blitzen und so weiter ist. Da könnten wir jetzt zum Beispiel hier in diese Eingangshalle, könnten wir jetzt zum Beispiel so eine Couch hier reinsetzen. Also als Beispiel nur mal, ja. Also man kommt halt in die Eingangshalle rein, dann hat man so eine Couch hier stehen. Da ist dann halt so ein bisschen Chillerei angesagt. Ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Ich glaube, das macht man sogar am besten hier schön in die Ecke rein. Und stellen wir da gleich noch eine Lampe rein. Es wäre so schön, wenn man so ein bisschen mehr Designmöglichkeiten hätte, so wie bei den Sims oder so, ne? Das wäre so geil. Ich würde mich da so mega drüber freuen, wenn die einfach mehr so Inneneinrichtungen reinbringen. Da hatte sogar mal ein Zuschauer, hatte schon mal eine Frage gestellt, ob ich mich freuen würde, wenn einfach mehr Inhaltspakete kommen würden, also sprich mehr so Designmöglichkeiten für Räume. Da hatte ich, glaube ich, sogar damals gesagt, dass mir das eigentlich relativ Wumpe ist, aber das ist mir gar nicht so Wumpe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es mega schön, wenn die mehr Designelemente reinbringen würden. Ich weiß ja, dass sie bald ein richtig großes Update raushauen, aber inwiefern und was da alles so in diesem Update drin ist, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Das weiß ich nämlich selber gar nicht so genau. So, jetzt können wir nämlich, jetzt haben wir das ja soweit fertig. Jetzt sind hier gar keine Fenster am Start, ne? Das seht ihr ja. Also es ist wirklich so, dass der Raum eigentlich total blöd aussieht, weil hier keine Fenster am Start sind. Jetzt weiß ich gar nicht, wie sieht das denn aus, wenn ich die Fenster ein Stück weiter reinschiebe. Kriegen wir die überhaupt durch die Wand durch? Ich glaube nämlich nicht, ne? Das ist ja blöd. Das ist ja, oh, ich sehe gerade hier, guck, die Tapete raus. Warte mal, das müssen wir mal kurz ändern. Nee. Och, come on, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, das ist so ätzend. Pass auf, egal was ich jetzt mache, wenn ich jetzt so hier dran vorbeigucke, mache ich trotzdem... Ah, okay. Gut, das war mein Fehler. So, machen wir einfach so. Scheiß drauf. So, damit die Tapete nicht raushängt, das sieht sonst doof aus. Ich muss das Gebäude bearbeiten, das habe ich vercheckt jetzt gerade. Auch mir passieren nach mehreren 100 Stunden Planet Coaster immer noch solche dummen Fehler. Okay, so, das heißt, wir können jetzt hier schön anfangen, das Ganze einzurichten. Ich würde sagen, wir machen das aber so, dass wir dann jetzt mit Lampen arbeiten, weil das bringt jetzt nichts sonst. Warte mal, können wir hier Beleuchtung machen? So, dann könnten wir jetzt rein theoretisch hier so eine schöne Stehlampe reinsetzen. Machen wir mal einfach so, zack. Das ist einfach mal eine Wohnungslampe. So, zack, machen wir so. Aber rein theoretisch wäre nicht das jetzt schön, wenn da unten ein Fuß sein würde. Aber okay, egal, da können wir jetzt wahrscheinlich nichts dran ändern. Ich glaube, Gebäude, da könnten wir sogar noch ein paar Lampen finden. Ich weiß es gar nicht. Spuk machen wir mal weg. Und dann gehen wir hinten, Inhaltspakete, so, zack, zack, zack. Und da, die Lampen, die sind viel besser. Okay, wir nehmen mal die Lampen hier. Obwohl, die ist eigentlich auch ganz geil. Aber wir nehmen jetzt mal die. Die sehen so ein bisschen, so ein bisschen älter aus. Gefällt mir ein bisschen besser. Also nehmen wir die Lampen, setzen die jetzt einfach hier hin. Ich würde sagen, wir machen auf eine solche, also auf eine so eine Wand, machen wir drei Lampen. Zack, so. Da haben wir jetzt schön drei Stück hier drin liegen. Das sieht auch so ein bisschen proportional aus. Und dann gehen wir hier hin und machen hier, ach warte mal, das sind Tischlampen. Jo, das sind Tischlampen. Das ist sogar noch ganz geil, weil dann können wir nämlich in die Ecke, können wir sogar hingehen und sagen, dass wir hier einen kleinen Stehtisch hinbauen. Das könnten wir jetzt nämlich ganz theoretisch auch machen. So, Szenerie. Blablab. Zack, 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 zack. Ich glaube, es gibt sogar einen kleinen Stehtisch hier als Designelement. Hier, da haben wir ihn. So einen kleinen Stehtisch. Zack. Requisiten. Nee, Gebäude. Lampen. Nehmen wir die Lampe hier und stellen die hier hin. Und dann können wir nämlich die Lampe hier löschen.
Sehr schön. So, zack. So, aber warte mal, der ist jetzt gerade, kann das sein? Nee, so, passt sogar. So, zack, zack, schön mittig und fertig. So, super. Dann haben wir jetzt hier schön das ganze Ding da draufstehen und jetzt können wir rein theoretisch wieder alle sagen. Und jetzt können wir mal gucken, was es hier noch so alles gibt. Also ich weiß, das ist zum Beispiel richtig schön. Es gibt halt so einen flatterigen Vorhang. Es wäre halt mega geil, wenn jetzt halt das Fenster hier drin wäre. Aber das geht jetzt eben nicht und das finde ich voll schade, weil normalerweise könnte man jetzt hier das Fenster, wenn jetzt hier das Fenster wäre. Aber ich weiß gar nicht, wie sieht das überhaupt aus, wenn wir jetzt hingehen und sagen Fenster. Zack, zack, zack. Warte mal, was ist das? Wie sieht das denn von der Rückseite? Guck mal, das ist von der Rückseite ist das auch leer. Das heißt, rein theoretisch muss ich so oder so ein Fenster hier dran bauen. Aber da, guck mal, das ist doch ein Außenfenster. Das ist doch blöd. Dann kann ich rein theoretisch jetzt wirklich nur diese Fenster hier dran setzen, ne? So. Das sind jetzt die einzigen Fenster, die ich jetzt hier dran bauen kann, die wirklich auch noch ein bisschen realistisch aussehen. Aber okay, das ist in Ordnung, würde ich sagen, ne? Also, ich glaube sogar, dass das wirklich in Ordnung ist. Dann setzen wir hier oben die direkt dran. So, und dann haben wir so ein bisschen dieses Spook-Element drin. Ich finde, das ist okay. Das können wir so machen. Dann sieht das Ganze ein bisschen realistischer aus, weil wie blöd ist das denn, wenn wir jetzt wirklich hingehen und sagen, so. Kann ich das jetzt verschieben nochmal? Ja, sehr schön. Dann haben wir das. Einmal. Und ich will ja das Fenster jetzt noch haben. Aber warte mal, das Fenster können wir ja passend hier dran setzen. Guck's dir an, ey. Unglaublich. Dieses Spiel, ne? Mach mich nicht verrückt. Dieses Spiel macht mich aber verrückt. So, zack. So, setzen wir das schön hier dran. So, und fertig. So, sehr schön. Guck mal an. Das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Jetzt haben wir die Lampen hier. Wir haben die Fenster hier. Das sieht sogar ganz gut aus mit diesen Vorhängen, die halt nach vorne schwingen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also, es gefällt mir richtig gut. Und wir können so die ganzen Räume halt einzeln einrichten. Und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also, wenn ich das nächste Mal in der Folge dann jetzt eine Timelapse wieder mache, dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Fortschritt, glaube ich. Das wird auf jeden Fall richtig gut aussehen. Jetzt haben wir die ganzen Sachen hier. Dann können wir jetzt zum Beispiel so einen Besen hier reinstellen. Sage ich jetzt einfach mal hier so in die Ecke. Könnte man so einen Besen hinstellen. Zack. Sieht ein bisschen verrückt aus. Obwohl so ein Besen eigentlich viel besser aussieht in der Küche, glaube ich, ne? Zack. So, Besen in der Ecke. Ist er überhaupt in der Ecke? Ne, ist er gar nicht. So, jetzt aber, ne? Ja, immer noch nicht. Ist gleich im Boden verschwunden. Aber dann steht er wenigstens in der Ecke. So. Steht der in der Ecke. Hier haben wir keine Fenster. Hier, Kerzen haben wir noch. Das ist auch ganz schön. Bilder. Wir können sogar Bilder hier hin machen. Und das mit den Bildern ist wirklich eine geile Sache. Und da muss ich nochmal schauen, wie ich mich damit beschäftige. Denn, das wollte ich nämlich nochmal, das kann man jetzt sehr, sehr gut in diesem Video sogar ansprechen. Und zwar hat nämlich letztens auch ein Zuschauer das geschrieben. Es gibt nämlich die Möglichkeit, bei den Bildern, passt auf, einen Film einzustellen. Und jetzt zum Beispiel Chief Beef, ja? Oder jetzt macht man hier den hier. Oder man sagt hier, ich glaube, das hier ist, glaube ich, sogar ein bisschen spooky-mäßiger. Miss Goody. Das könnte man jetzt machen. Aber ich könnte auch sagen, Videos von Nutzern. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mein eigenes Video hier mit einbinden. Aber die Frage ist, ich weiß nicht, was das für ein Format ist, dieses WebM, das kenne ich nicht. Da muss ich mal schauen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein eigenes Video machen könnte, dann könnte man natürlich so einen Geist machen, der so in dem Bild rumfliegt oder so. Das wäre natürlich total interessant und total geil, dass man das irgendwie so macht. Aber wie gesagt, wir lassen jetzt erstmal das hier. Das sieht ja auch ganz gut aus, so ein bisschen verrückt, aber trotzdem noch Werbung. So, zack. So, dann haben wir hier ein schönes Bild hängen, wo jetzt was drin läuft. So ein Video drin läuft. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Bücherregale hier. Und da können wir jetzt rein theoretisch uns ein bisschen Arbeit machen. Oh ne, gar nicht. Wir haben ja sogar noch die hier. Eigentlich geht das sogar relativ fix. Wir könnten jetzt sogar hingehen und sagen, zack. Wir setzen jetzt hier ganz viele Bücher rein. So, zack. So, dann setzen wir die hier vorne so rein. Zack. Und wir könnten jetzt natürlich auch noch verschiedene Regale machen, also verschiedene Stufen. Also wir haben ja hier zum Beispiel noch ganz viele einzelne Bücher, also diese zum Beispiel. Und die können wir natürlich jetzt noch drehen. So. Und können die jetzt hier einzeln reinstellen und dann können wir die als Bauplan speichern und können die dann in verschiedenen Zusammenstellungen halt in diese Bücher reinstellen, in diese Bücherregale reinstellen. Das werden wir, denke ich mal, auch machen, damit das Ganze einfach ein bisschen abwechslungsreicher wirkt. Weil wenn wir jetzt hier nur die Bücher haben, die sich alle bewegen, dann wirkt das einfach nicht so schön. Dementsprechend werden wir das ganze Regal einfach füllen mit den ganzen Büchern. Das werden wir dann alles über die Zeit machen. Dann haben wir hier noch so Bücherregale und sowas alles. Das sieht ganz geil aus. Und später, wenn wir dann in die Küche gehen, können wir dann zum Beispiel hingehen und sagen, jetzt zum Beispiel sowas, können wir dann als Küchentheke nehmen. Guck mal, wie geil das aussieht. Da muss man einfach ein bisschen kreativ sein. Nehmen wir sowas einfach als Küchenblock
wo dann halt drauf gearbeitet wird. Dann hat man umgedrehte Totenköpfe noch mit dabei direkt und so weiter und so fort. Also das finde ich eigentlich ganz nice. Und ich glaube auch, dass dieser Raum eigentlich so vom Aufbau her schon mal ganz geil aussieht. Ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert, was ihr dazu sagt. Ich beende hier an dieser Stelle erstmal die Folge. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ist ja auch ein bisschen länger. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Weil mich würde es echt mal interessieren, wie euch die Folge heute gefallen hat. Wie gesagt, durch den Zeitdruck habe ich mir gedacht, mache ich heute mal einfach ein klassisches Let's Play. Erzähl einfach mal die ganze Zeit, was ich so mache und was ich so denke. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen um 16 Uhr wieder oder heute Abend im Livestream. Circa um 18 Uhr fange ich an. Spätestens um 19 Uhr bin ich dann auf jeden Fall live. Und damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Tschüss.